Schön ausgekleidet hier. Zentrale habe. Ah, da gibt es nochmal eine Sounddatei. Ich gucke mich kurz um. Ja. Ja. Sehr hübsch, sehr hübsch. Ja. Alles so gepolstert. Ja. Dann müssen wir wohl hier durch. Ach, jetzt steh mal Kopf, ne? Ja, ja. Naja. Roger, Control. Wir sind bereit zum Abstieg. Das MPT-Netzwerk ist weiter offline. Wenn ihr nach Copernicus runterkommt, wird es dunkel. Danke für die Warnung, Pearson. Denk dran, Sarah. Unser Sauerstoff in der Station ist begrenzt. Ihr habt 40 Minuten nach Ankunft, um den Grund des Blackouts zu finden und das MPT-Netzwerk oh, wieder gut zu wissen, ne? Naja. Wenn ihr nicht zurück seid, müssen wir ohne euch weg. Verstanden, ja, danke Control. Auch. Bereit seid? Ja, und keine Sorge, Control. Wahrscheinlich nur ein technischer Schluckauf. Wir sind gleich zurück. Schauen wir mal, wie es denen da unten so geht. Alex, beginne Abstiegsprotokoll. Alle Systeme aktiv. Abstieg in 3, 2, 1. Abstieg läuft. Ach so, das ist, wie das damals passiert ist. Hm. Musst das Licht auch mal wieder ausschalten, sonst ist es gleich stockfinster. Brauchen wir eigentlich auch, glaube ich, nicht. Nö. Jetzt im Moment nicht. Und es sieht so beleuchtet, so einladend beleuchtet aus. Ja. Ach, da ist nochmal so ein Schalter. Oh. Mhm. Pearson-Weltraumfahrstuhl. Der Pearson-Weltraumfahrstuhl verbesserte die Logistik, indem er Menschen und Vorräte zum und vom Mond befördert. Als 2054 der Blackout stattfand, wurden die Crewmitglieder der Station Sarah Baker und Rolf Robertson durch den Fahrstuhl nach unten geschickt, um den Blackout auf der Mondoberfläche zu untersuchen. Aufgrund des Notfallprotokolls der Station war ihre Zeit äußerst begrenzt. Ja, 40 ja, Minuten. Genau. Okay. Alten Daten? Ach, Notfall. Okay. Ach, das ist der Fahrstuhl. Ach so. Ja, okay. Der ist ja offline. Ja. Das, was ist das denn? Der Fernsehturm? Nicht ganz. Aber wir sind in dem Fahrstuhl drin, ne? Ah, okay. Ja. Ja. Ups. Das ist wie so eine Attraktion in einem Freizeitpark, weißt du, wo du dann so hochfährst. Ah. So ein Panoramateil. Okay, ich kann sogar jetzt in den äußeren Kreis hier. Hey. Hey. Mal durchs Bullauge gucken hier. Ziemlich dunkel aus. Wenn du da Steinschlag hast, bist du aber schon gearscht. Ja. Oder ist ein Hebel. Da war ein Hebel. Da ist ein Hebel. Oh, du meinst. Nee, zurück, genau. Ein Stückchen zurück an der Wand. Da. Achso, da. Gucken, ob er den. Oh, der steht auf blau, blau. Dann geht das bestimmt nur, dass das zu ist. Vermute ich mal. Oh, verdammt. Gesundheit. Achso, ja, jetzt machen die das Ding jetzt so. Ach, guck, das ist, falls doch mal Steinschlag kommt. War nicht schnell genug. Joa. Und nochmal Gesundheit. Ne. Das ist verschlossen. Da ist offen. Ach, aber das okay, ist auch bloß, das, hat er das Ding. Ja, Moment, aber das ist auf Rot. Das können wir ja mal umändern. Oh. Aber hilft uns auch nicht weiter. Nee.
Das ist so. Ja, da drüben. Das sieht doch gut aus. Mal hier mal durch. Oh Gott. Nicht. Einmal jetzt drehen. Ja. Oh, ja. Co-Quartiere. Kommst du da rein? Oh Mann, in das Raumschloss drauf. Ja. Schade. Warum ist hier immer keine Schlüsselkarte? Oh, das Klo. Ja, ich wollte gerade sagen, das Klo ist auch gut. Echt, ey. Muss mal auf Klo und hast keinen Schlüssel. Ja. Nochmal ein Klo. Das sieht nach, keine Ahnung, was aus, aber da kommen wir auf jeden Fall durch. Kommen wir da durch? Ja. Ah, ja, da ist nochmal ein Soundpartei. Sarah Baker. Rollen ah, das sind denen ihre Zimmer. Das ist Konrad-Zentrum. Ja, geil. Vielleicht finden wir deren Karte. Na schön, Kumpel. Fast fertig. Ja. Keine Sorge, lackiert wirst du später auch noch. Bist du bereit? Der Aufzug ist fast wieder einsatzbereit. Ja, ich flicke bloß noch Alex zusammen. Willst du das Ding etwa mitnehmen? Na klar. Wir brauchen alle Hilfe. Das Ding hier von Alex. Mal zur Luftschleuse geschafft. Das Ding. Sag mal auf, Fuchs. Der MPT-Blackout kann kein gewöhnlicher Aussetzer sein, Rolf. Da unten ist alles. Aber alle beide. Jetzt von Alex. Hast du die Nachricht von der Erde gehört? Nein. Was haben sie gesagt? Ohne das MPT können sie nicht mal mehr Schiffe hochschicken. Verrückt, was? Wir sind die Einzigen, die den Blackout untersuchen können. Rolf, Sarah, ja, aber nicht so erfolgreich. Ja. Okay, auf geht's. Das ist vielleicht der Fehler, auf die Oberfläche gegangen zu sein, aber... Ja. Nun gut. Ja, mal eine Karte suchen. Muss genau. Ui. Das ist auf jeden Fall wieder ein Blatt. Das ist mal ein Gaming-Raum, ha. Was ist das? Schließen? Prima. Oh. Gefahr, Stromschlaggefahr. Joa, juhu. Manipulieren Sie nicht die Hardware oder die Treiber. ASE-Verhaltensupdate. Hast du das, was in der Kiste war, oder? Das schwebt eh. Kann sein. Konntest du es jetzt drehen? Du hast es gar nicht gedreht. Ich hab's gar nicht gedreht. Danger. Oh. Ja. Mit Herzchen. Da steht nichts drauf, okay. Was konnte ich inspizieren? War das jetzt noch das Ding? Das war das da, aber da unten ist ja noch was da. Mhm. Ratsmitglied Laverte, egal. Der MPT ist immer noch offline. Was ist los? Der Backup-Strom läuft endlich hier auf der Station und wir reparieren den Pearson-Aufzug, damit er uns zur Copernicus-Mondzentrale bringt, so dass wir jegliche Hilfe leisten können, die Sie benötigen, um den MPT wieder online zu bringen. Wir kommen. Bitte seien Sie vorsichtig. Sarah Baker, Chefingenieurin der Pearson-Station. Klingt gut. Ja. Mhm. Nette Poster. Ja. Aber keine Karte oder sowas. Oh, eine Gitarre. Oh, ja, spiel mal. Oh. Ui.
Sirene mehr? Oh, oh, doch. War ja mehr. Gleich mal puffen, da ist da die Karte. Hast du die Sachen rausgefallen? Aber jetzt findest du den Warner. Das ist auch ein Kopfhörer. Ja. Das ist ein Hebel. Nee, ich glaube, das ist nur so zum Festhalten, so ein Ding. Doof. Falls du mal aus dem Bett fällst oder so. Wenn du besoffen bist. In der Schwerelosigkeit fällt man ja leicht mal aus dem Bett. Das ist zum Festhalten, damit du nicht rausgespült wirst aus dem Bett. Ja. So, gegenüber kommen wir auch rein. Kommen wir das? Mal, ja. Oh ja, wer hätte eine Karte? Das ist ein Schallblatt oder was ist das? Oder ist das ein Buch? Komm, hä? Ah ne, ein Buch. Moonman. Moonman, erster Kontakt, Rückseite. Auf seinem Weg zum Mond dockt der Astronaut an einer heruntergekommene Raumstation an. Darin findet er Hinweise auf einen alten Freund. Überzeugt, dass er noch auf dem Mond am Leben sein könnte, verdoppelt er in einem Rennen gegen die Zeit seine Bemühungen, um den Weltraumfahrstuhl zu reaktivieren. Was für ein Zufall. Ja, das ist interessant. Kann ich mich nicht ins Bett legen? Ich glaube, da unten konntest du noch was machen, ne? Da bei diesem, das ist so eine Zahnbürste, was liegt dann, was schwirrt daneben rum? Zwischen Feuerlöscher oder ist das die Zahnpasta? Das ist, ja, hier ist Zahnpasta auch da. Ah ja, ist Zahnpasta. Ich dachte, oh, da, nee, das ist. Kannst aber inspizieren. Oder nee, was ist das Buch? Okay. Nee, das ging ums Buch. Okay. Ging's ums Buch. Oh. Da kannst du gucken. Kannst du mal gucken. Die Erde. Ich hab gefragt. Umsehen. So viel umsehen kann ich mich da jetzt nicht. Aber immerhin. Ein Spannerteleskop. Ich will eine Karte. Oh, da ist was. Ja, da ist nichts. Da ist was. Ja. Scannen. Scannen. Kryptoschlafmaschine. Nachdem der Kryptoschlafgenerator in der Huygens Forschungsanlage im Jahr 2041 eine Fehlfunktion hatte, führte Maries Suche nach Antworten dazu, dass sie untersuchte, was von der Maschine übrig geblieben war. Da sie die genaue Ursache der Fehlfunktion nicht ermitteln konnte, sandte sie dieses Fragment zur Überprüfung an den Mechaniker Rolf Robertson der Pearson-Raumstation. Ja, sehr schön. Ja, das hatten wir schon, glaube ich. Ja. Ja. Da kannst du was mitmachen. Sehr geehrter Herr Robertson, ich bin einer der wenigen Überlebenden der Huygens Kryptoschlaffehlfunktion. Ich bin kürzlich auf. Was habe ich jetzt gesagt? Krypto, ne? Krypto. Ja, Krypto. Ich war Superman. Ja, genau. Ich bin kürzlich auf ein Fragment gestoßen, das aus dem Kryogenerator geborgen wurde. Und ich habe gehofft, dass Sie es inspizieren könnten. Gibt es außerdem eine Möglichkeit, wie ich meinen ASE dazu bringen kann, holographische Daten von diesem Tag zu projizieren? Ich möchte herausfinden, was wirklich in Huygens passiert ist. Maria González. Sehr geehrte Frau González. Dr. Sommer antwortet. Ich habe das Generatorfragment untersucht, das Sie geschickt haben, aber ich konnte nichts Eindeutiges finden. Was die holographischen Daten angeht, die sind leider ortsbezogen. Hologramme können nur dort projiziert werden, wo sie entstanden sind. Sollte der Lunarat jemals wieder den Zugang nach Huygens freigeben, dann denke ich, wäre es das Beste, wenn Sie Ihre ASE mitbringen und die holographischen Daten vor Ort überprüfen. Rolf Robertson, Pearson, Stationsmechaniker. Oh, da, für deinen Code. 2539. Einsammeln. Lesen. Erinnerung, Sie haben wieder den Code geändert. Der neue Code lautet 2539. Ja, wofür? Wo?
Ziel. Draußen gucken. Das Ziel ist aktualisiert. Prüfe die Ver- ja. Verwende den Code, um ins Control zu Verbandkampf zu gelangen. Aber das haben wir doch schon. Achso, nee. Ja, okay. Nee, das haben wir noch nicht. Ja, ja. Mal erstmal wieder raus. Da. Das geht ja gut. Ui. Das ist ja cool. Ja. Mhm. Ah, ich habe mich verfangen in meinem Kopfhörerkabel. Aber sonst ist alles gut. Röchelnburg. Brauchst du Sauerstoff, ja. Das ist nur, weil du sich so viel gedreht hast. Ne? So viel die hat sich mitgedreht. Ja, Kopf hat sie sich mitgedreht. Genau so ist das passiert. Oh Gott. So, so wie so ein Kabelknäuel einge... Ja, bei der nächsten Folge sind sie nur noch zu zweit. Wir haben Summi verloren. Nein, nein, ey. Wir kontaktieren mal die Unzentrale. Wir kennen die Unzentrale natürlich. Ja, super. Es läuft. Forschung, zusätzliche Energie notwendig. Ja. Können wir mal Gott. Wieder einen Hebel ziehen hier zur Abwechslung? Ich ziehe so gerne Hebel. Mhm. Ziel. Finde eine Möglichkeit, im Aries-Trakt das Rotationstriebwerk der Station mit Strom zu versorgen. Erreiche den Aries-Trakt über den Orion-Trakt. Natürlich. Ach du Schande. Ist ja klar. Ich weiß ja, wo der Orion-Trakt ist. Ja. Nein. Ja. Ratsmitglied MacArthur. In den letzten paar Monaten hatten mein Team und ich Probleme bei der Lieferung von Baumaterialien. Wir sollten inzwischen mit dem Orion-Trakt fertig sein, aber wieder einmal haben wir den Meilenstein verfehlt, weil Sendungen wiederholt storniert wurden. Wann dürfen wir damit rechnen, dass der Lunarat neue Transporte genehmigt? Sir Becker, Chefingenieurin. Der Lunarat hat beschlossen, die Ressourcenprioritäten wegen des neuen Baus auf dem Mond zu verschieben. Im Moment empfehle ich Ihnen, sich mit dem zu begnügen, was Sie haben. Ja, danke. Das machen wir alle hier. Boah. Ja, sehr nett. William MacArthur. Neuer Bau. Wird die Huygens-Anlage endlich repariert? Es wird Zeit, dass der Ort wieder öffnet. Dort ist seit der Kryo-Schlaf-Fehlfunktion so viel Wissen vergraben. Sarah Becker. Ingenieurin Becker. Es reicht zu sagen, dass das Bauprojekt zwar klassifiziert ist, aber nicht Huygens betrifft. Der Zugang zu Huygens Forschungsanlage bleibt bis auf weiteres beschränkt. Oh, wollen Sie abschieben, ne? Die Säcke. Ja, Säcke, nicht Säcke. Ja. Und die andere Seite. Blinkt, kommt unsere Aufmerksamkeit, aber es nützt nichts. Nee. Gesundheit. Was war denn? Richtig gut bei dir jetzt, ne? Das ist eine Weltraumallergie. Ja. Das wäre schlecht. Ja. Oh, das kann ich hier überall rumdrücken. Ja.
Lesen. Evakuierungsprozedur. Im Falle eines Notfalls beachten Sie bitte folgende Richtlinien. Alle Crewmitglieder begeben sich zum Orbitalfahrstuhl zwecks Evakuierung. Raumstation, Evakuierungshinweis, Reise zur Mondzentrale, volle Verriegelung des Aufzugs. Sie haben plus minus eine Stunde vor der Abreise. Bitte lassen Sie Ihren Besitz liegen. Mondzentrale, Evakuierungshinweis, Reisen zur Raumstation, volle Verriegelung des Aufzugs. Ist ja dasselbe. Ja. Tragen Sie unbedingt einen Raumanzug. Okay. Wenn bitte Einrichtung im Notfallzustand sind, beide, nicht bitte. Wenn beide Einrichtungen im Notfallzustand sind, melden Sie sich bei Ihrem Stationsleiter für Evakuierungsanweisungen. Rückseite Pearson Copernicus Elevator Evakuierungsanweisungen. Wenn er gerade im Urlaub ist? Was machen wir dann? Wo macht er denn Urlaub? Das ist eine gute Frage. Ja, wer weiß. Ja. Also wir können da runter, ne? Falls wir jetzt dann irgendwo weiterkommen. Ach nee, wir müssen da Orion rein. Mhm. Ja, wir könnten runter, aber ich glaube, hier finden wir wohl nichts mehr. Den Raum zu wird wohl auch nichts sein, oder? Nö, haben wir ja an. Boah, fast genau in den Schritt gesehen. Okay, da haben wir auch noch welche, aber die sind leer, okay. Das waren wohl die beiden, die zur Oberfläche ja. runter sind. Oh nein, das ist eine Luftschleuse. Okay, da ist sogar mit Bild. Oh, da müssen wir was steuern. Aber ich drücke erstmal hier drauf. Geht aber nicht. Geht gar nicht. Okay, dann muss ich wohl erst was steuern. Schön, jetzt hast du Tor. Ja. Ah, jetzt. Ach, die Dinge aufschrauben da, oder was? Abmachen? Wahrscheinlich. Plasmaschneider. Kennen wir uns mit aus. Ja, genau. Die Ups. Boah. Voll weggesammelt, ey. Der ist aber effektiv, das Ding. Jawohl. Wow. Auch haben will. Schlüssel vergessen? Kein Problem. Da kannst du wieder was einsammeln. Cool. Eine Ölkanne oder was? Anscheinend kann der Plasmaschneider sicher vom Servoarm entfernt werden und Servoarm und dann an eine Buchse am rechten Handschuh befestigt wird. Oh, coole das ist ja cool. Sache. Ja, das können wir doch gebrauchen. Mhm. Yes. Oh, vorsichtig! Oh, direkt mal ein Loch in die Bordwand. okay, jetzt kann ich. Ja, 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 jetzt wird es aber gerade muffelig. So, jetzt interagieren, ne? Mit Sauerstoff. Ja, komm. Achso, wir haben wieder keinen Sauerstoff, ne? Ja. RT ist doch. RT ist schneiden. Nicht zu nah ran, sonst beamst du dir noch den, alles ja, aber, weg. Aber das ist alles weg. Wow. Okay, rechts daneben. Okay, das geht nicht weiter. Das brauchst du nicht. Ja, du brauchst die anderen auch noch. Wie plötzlich fliegt doch raus. Ich weiß nicht, ob ich auch noch brauche. Aber egal, können wir ruhig noch machen. Obwohl, nee, wir haben ja Sauerstoffprobleme. Ich glaube, wir gehen direkt durch. Okay.